The Bloody Judge is coming und herzlich willkommen Filmfans zu einer neuen Produktvorstellung bzw. Unboxing hier auf Lord Gangamful, The Other Side of Movies. Ja, und heute gibt es mal wieder eine Veröffentlichung aus dem Hause Koch Films. Die liegt allerdings auch schon ein bisschen länger zurück hier, und zwar der Hexentöter von Blackmore bzw. The Bloody Judge, wobei The Bloody Judge wäre eigentlich der passendere Titel, in dem hier Christopher Lee den realen Charakter des Lord George Jeffreys gibt, der im 17. Jahrhundert quasi so der Richter gnadenlos Englands war, was vor Jahren hier in Deutschland der gute Ronald Schild zum Beispiel war, der viele Urteile gefällt hat, die sicherlich nicht rechtens waren, und der dann ja kurz vor Ende kurz vor seinem Ableben dann halt im Tower of London gelandet ist und dann natürlich für seine Taten sozusagen bestraft wurde. Wobei man sagen muss, ist, dass er im realen Leben an Nierenversagen gestorben ist, und hier in dem Film selber natürlich gibt es ganz klar am Ende sozusagen die klassische Bestrafung. Ja, das Ganze ist eine 1969 gedrehte deutsch-spanisch-italienische Koproduktion, und das Ganze wurde hier inszeniert vom guten Jess Franco. Mit dem kann ich hier ehrlich gesagt nicht so viel anfangen. Ich hatte euch ja in meinen letzten Jahren zumindest die Säge des Todes und die Residenz der reitenden Leichen, wo es keine reitenden Leichen gab, im Rahmen meiner Lordschen Halloween Horror Trash Week vorgestellt gehabt. Ansonsten habe ich mit Franco selber nicht so viel am Hut. In den 2000er war mein erster Film, den ich von ihm überhaupt gesehen habe, Vampiros Lesbos gewesen, und den fand ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht so pralle. Und dennoch muss ich sagen, hat mich der Film mir schon ein Stück weit gereizt, vor allem aufgrund dessen, dass Christopher Lee hier die Hauptrolle spielt, auch wenn er den Film zu Lebzeiten nie gesehen hat, da er sich dann doch davon distanziert hatte, damit bekam, dass Franco wohl diverse Gewalt-, Nackt- und Folterszenen noch in den Film eingefügt hatte und seine Teilnahme auch an einer Erotikszene absagte, ja. Und man kennt natürlich Franco, ja. Franco ist jemand, den kann man entweder nur langweilig finden oder vielleicht vergöttern, sagen wir es mal so, aber der war natürlich zu seinen Lebzeiten ein sehr produktiver Regisseur des europäischen Exploitation- bzw. Sexploitation-Kinos, und der Film selber hier stand ja von 1982 bis 2007 auf dem Index. In Deutschland selber kam er im Kino nur in einer wirklich sehr, sehr stark gekürzten Fassung. Die ging so um die 76 Minuten. Es haben natürlich von dem Film noch diverse andere Schnittfassungen existiert, von denen sich natürlich noch zwei andere hier in diesem Set befinden. Der Film selber wurde neu geprüft mit der Freigabe ab 16. Das Cover selber, das gab es auch schon mal auf dieser Deluxe Edition von Starlight, die 2007 rauskam, die auch schon diese längere Integralfassung in allerdings recht durchwachsener Qualität mit an Bord hatte. Und ich muss sagen, ist auf jeden Fall eine hübsch aufgemachte Box hier. Das ganze Cover mag recht schlicht sein, aber ich finde, das sieht sehr, sehr gut aus. Und wie man natürlich sieht, ist das Ganze hier eine 5-Disc Limited Edition, die dann auch noch hier mit einer Soundtrack-CD daherkommt, mit dem Score von Bruno Nicolai. Also diesmal richtig der komplette Score, nicht eine Soundtrack-Compilation wie bei anderen Veröffentlichungen von Koch. Und was mich natürlich hier ein bisschen gewundert hatte, ist, dass ja die Rückseite dann falsch rum ist quasi. Der Deckel wurde einfach falsch rum drauf gemacht. Und das Ganze werden wir uns jetzt auf jeden Fall mal aus der Nähe anschauen. Film selber habe ich noch nie gesehen. Vom Filmtitel selber hatte man natürlich immer irgendwas gesagt. Aber ich muss sagen, das ist sozusagen jetzt hier die Entjungferung dieser Veröffentlichung. Und ja, das Teil ist wirklich schön, richtig schön fester eingepackt, verschweißt. Und da werden wir natürlich jetzt einen Blick drauf werfen. Ja, hier haben wir natürlich noch den Sticker. Der wandert auf jeden Fall noch in die VÖ rein. Ja, und hier mal wieder mal eine dieser Koch-VÖs, wo der Flatschen auch auf der Folie aufgeklebt ist. Das ist ja nicht immer so, aber hier ist es zum Beispiel so. Und dann schauen wir uns das Ganze nochmal ohne Folie an. Sieht wirklich, muss ich sagen, sehr, sehr schön aus. Das Ganze ist matt gehalten. Hier der gute Lord Jeffreys kommt hier so mit Glanzlack daher. Ja, mit so Glanzfolie so ein bisschen. Sieht auf jeden Fall, muss ich sagen, sehr schön aus. Das ist natürlich ein schlichtes Artwork und geht natürlich hier auf der unteren Seite weiter. Oben haben wir natürlich nochmal den Filmtitel hier. Und auf der Seite und natürlich auch auf der anderen Seite, ja. Dann gucken wir uns auf jeden Fall mal die Rückseite an, und da haben wir natürlich nochmal alle relevanten Informationen.
Zum Inhalt des Films, hier nochmal eine kleine Synopsis, hier nochmal ein schönes verfremdetes Schwarz-Weiß-Porträt von Christopher Lee und was wir natürlich hier an Extras an Bord haben. Ja, also die deutsche Kinofassung und die internationale Fassung, die liegen ja zumindest auf Blu-ray vor. Die Integralfassung kann man eigentlich nur als Bonusfassung ansehen, da diese leider nur hier auf DVD sich befindet, auch wenn das die Szenen, die damals schon in der Starlight-Fassung drin war, die diese Integralfassung hatte, die sind hier von der italienischen Veröffentlichung hier in wesentlich besserer Bildqualität vorliegen. Hätte man sicherlich auch in HD bringen können, aber man hat sich eher dagegen entschieden. Und hier ist natürlich noch der Hinweis, bislang fehlende Szenen sind Untertitel, also die sind nicht eingedeutscht. Und dann haben wir natürlich hier, wir sehen, könnt noch ein bisschen was zum Bonusmaterial. Es gibt hier auf jeden Fall eine Dokumentation über Jess Franco, die geht 70 Minuten. Wir haben die Super 8-Fassung mit an Bord. Wir haben dann hier noch eine Einleitung von Christian Kessler und noch ein bisschen anderes Zeug. Also jetzt nicht allzu viel, ja, aber immerhin ein bisschen Bonusmaterial. Und dann natürlich hier noch die Credits und die und dann natürlich noch die jeweiligen Logos. Und dann machen wir das Teil auf jeden Fall mal auf. Und das ist, muss ich sagen, sehr, sehr stabil, sehr stabiler Karton. Gut, ja, da haben wir auf jeden Fall einen Deckel, wirklich schöner, stabiler Karton. Und da haben wir natürlich, um das Ganze mal richtig zu halten, machen wir es dann so. Ja, das, die Extras wurden natürlich nie auch falsch rum reingemacht, haben wir auf jeden Fall hier noch ein Booklet. Schauen wir uns auch gleich an, wieder von Oliver Nöding und dann natürlich ganz klar das Digipack, was sich hier drin befindet. Und ja, was wirklich bombenfest drin war, das schauen wir uns natürlich auch noch an. Und auch hier muss ich sagen, schön stabil verarbeitet die Geschichte. Und dann werfen wir natürlich einen Blick hier auf den, auf das Digipack. Und das muss ich sagen, sieht wirklich richtig, richtig schick aus. Ja, also wir haben ja auf der Rückseite ein durchgehendes Motiv. Ja, und ich muss sagen, wer die Veröffentlichung von Santa Sangre oder Das Devil kennt, also wirklich wieder schön verarbeitet, eine schöne Qualität. Hier haben wir natürlich einen Auszug aus dem englischen Postermotiv. Das sieht wirklich, muss ich sagen, richtig, richtig, richtig toll aus. Das gefällt mir richtig gut. Also wirklich schön durchdachtes Artwork auf der Rückseite. Und da haben wir natürlich hier das Innere. Und das ist eher so relativ sporadisch ausgefallen, auch was die Discs angeht. Haben wir hier natürlich erstmal die Bonusmaterial, wo auch die Dokumentation mit an Bord ist, natürlich nur auf DVD. Dann haben wir hier auf jeden Fall die Integralfassung, wo man auch sehen kann, Bonusmaterial. Es liegt wirklich nur als Bonus bei, aber es ist natürlich schön, dass man von diesem Film hier insgesamt drei Schnittfassungen hat. Und hier hinten ist doch noch so ein bisschen Artwork drin, ein Wort sagt genug. Mal gucken, was sich hier in der Mitte dann verbirgt, wie das Ganze weitergeht. Dann haben wir auf jeden Fall hier dann nochmal die internationale Fassung auf Blu-ray, ein bisschen anders gelabelt, und da haben wir natürlich dann den Soundtrack. Ja, sieht so aus, also recht schlicht gelabelt, muss man sagen. Ja, und ihr seht ja schon, was da weiter steht. Und dann haben wir natürlich hier noch die deutsche Kinofassung auf Blu-ray. Ja, wie ihr seht, ein Wort genügt und der Scheiterhaufen brennt, Hexen brennen Tag und Nacht, also wirklich ein schöner plakativer Spruch, der sich hier so richtig schön da eingeschlichen hat, beziehungsweise, ja, der macht sich richtig gut hier in dem Digipack und sagt eigentlich schon einiges aus zu dem Film. Und ja, muss man sagen, gefällt mir doch durchaus, ist schön aufgemacht das Ganze. Ja. Und dann gucken wir auf jeden Fall noch in das Booklet rein vom guten Oliver Nöding. Also es gefällt mir auf jeden Fall mal richtig gut schon. Das können wir auf jeden Fall dann schon mal wieder hier in die Hülle reinmachen. Also es sitzt auch, muss ich sagen, sitzt auch bombenfest. Also kann nicht verrutschen oder rausfallen. Das ist natürlich echt gut gemacht. Ja, also. Und dann gucken wir natürlich noch in das Booklet hinein. Der Hexentöter von Blackmore. Und ja, wie man es vom Koch gewohnt ist, die mögen natürlich gerne so schwarze Schrift auf gelbem Hintergrund. Und der britische Orson Welles. Ah, auf jeden Fall hier auch noch ein schönes Szenenfoto.
Ja, auf den Film bin ich schon mal sehr gespannt. Auch wenn ich jetzt sagen würde, das ist jetzt sicherlich nicht mein favorisiertes Exploitation-Genre an sich. Aber allein schon aufgrund von Christopher Lee und dass das wohl eine der besseren Produktionen hier von Jess Franco ist, weil dann doch eine ganze Menge Geld zur Verfügung stand, was natürlich allerdings auch dafür gesorgt hatte, dass von diesem Film diverse Schnittfassungen erstellt worden sind. Und hier haben wir jetzt plötzlich gelbe Farbe, also gelbe Schrift auf schwarzem Hintergrund. Ja, muss man mögen. Und ja, auf jeden Fall mit vielen Informationen hier gespickt. 16-seitiges Booklet, da haben wir natürlich hier noch so ein klassisches Poster. Gefällt mir auf jeden Fall sehr, die Veröffentlichung. Macht auf jeden Fall was her. Also da hat man sich echt Gedanken gemacht bei der Veröffentlichung. Ist halt nur fraglich, der Film selber, wie der jetzt so ist. Aber ich glaube schon, dass der mir durchaus was deucht von mir bekommt. Auf jeden Fall dieses echt hübsch aufgemachte Digipack in dieser schönen Schachtel hier auf jeden Fall. Ganz gute 4,5 von 5 Punkte. Gefällt mir richtig gut von der Verarbeitung her. Von dem Bonusmaterial ist, mag es zwar nicht mehr sein, aber auf jeden Fall eine schöne Veröffentlichung für einen Film von Jess Franco. Ja, also so viel muss man schon mal dazu sagen. Und ihr könnt natürlich in die Kommentare schreiben, wie ihr diese Digipack-Veröffentlichung hier von der Hexentöter von Blackmore findet. Ob ihr den Film schon kennt, was ihr in dem Film gut findet, weniger gut findet, könnt ihr alle eure Gedanken wieder unten in die Kommentare reinhauen. Würde mich auf jeden Fall wieder freuen und wir sehen uns dann wieder zu einem weiteren Unboxing oder Produktvorstellung oder irgendeinem anderen Video hier auf Lord Gamgamful, The Other Side of Movies. Ciao, euer Chris.